Einen wunderschönen guten Morgen von des Eisensports und wie immer herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wieder eine Woche rum. Hey, läuft. Ich habe ja gesagt, ich gehe wieder ein bisschen runter, ein bisschen mehr Volumen. Habe jetzt aber so einen kleinen Mix angefangen. Dazu erzähle ich euch aber gleich noch mehr. Was war denn die Woche so los? Gesundheitlich, Diät hat so etwas stagniert, leider. Passiert aber mal, es kommt immer mal so eine Phase, wo es dann mal kurz ein Plateau gibt, aber ich ziehe weiter durch. Training hat auf jeden Fall öfter geklappt, das war schon mal gut. Der Schulter geht es wieder viel besser, sie ist noch nicht wieder hundertprozentig, aber auf jeden Fall so, dass ich sagen kann, hey, es geht wieder bergauf. Was nicht so schön war, wieder eine richtig fiese Wurzelentzündung. Mit Zahnziehen in guter alter Hufschmied-Manier. Innerhalb von 45 Minuten wurde dieses Ding da rausgedengelt aus meinem Kiefer. Okay. Boah, also das hat schon... Oh, ich merke es auch jetzt noch, alles noch geschwollen. Obwohl das jetzt schon 3 Tage her ist. Diesmal hat sich das richtig gelohnt. Die Sau hat so tief unten drin gesessen im Kiefer. Respekt. Ne? Da hat es mir gleich den Zehennagel vom kleinen Zeh mit hochgezogen. Naja, jedenfalls ist er jetzt raus. Der ärgert mich nicht mehr. So ist das halt. Gut, Training Freitag trotzdem gemacht. Lief aber erstaunlich gut. Also viel besser als ich erwartet hatte nach dem Zahndebakel. Also von daher bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch. Was ich natürlich vergessen habe, ist den schweren Single zu filmen. Naja, nächstes Mal. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, ihr habt es ja schon ein paar Mal gesehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwas Neues oder ein PR gewesen wäre. Von daher halb so wild. So, wollen wir mal kurz drüber sprechen. Was war denn beim Sport so los? Also montags Kniebeuge, Bankdrücken. Kniebeuge habe ich jetzt versucht mit Zughilfen eine Safety Squat Bar zu imitieren. Ja, das funktioniert so semi gut, aber auf jeden Fall ist die Schulter entlastet. Also es ist schon okay. Stabilität ist halt nicht ganz so schön. Trotzdem habe ich einen 280er Single gebeugt damit. Der war auch ganz fluffig. Dann noch 245, 3x5 hinterher. Die waren auch sehr nice. Also ich werde das jetzt erstmal beibehalten, bis ich dann wirklich tatsächlich irgendwann eine Safety Squat Bar habe. Bankdrücken, da war es noch ein bisschen nicht ganz so schön, aber trotzdem ein Single mit 230, 3x5 mit 200 hinterher. Okay, lief gut. Und ja, nochmal kurz an der Stelle die Erinnerung, wenn ihr mal Bock habt, live dabei zu sein, Montag so frei, das versuche ich mal bei Twitch, das Training live zu streamen, mittlerweile sogar mit Kniebeuge und Deadlift. Schön, wenn man das eine auf Deutsch, das andere auf Englisch sagt. Na egal. Es gibt dann auch ein bisschen mehr zu sehen als nur ein bisschen alteren Sport auf der Bank. Das könnt ihr euch jetzt erstmal angucken. Geht gleich weiter. Mittwoch habe ich mal wieder ein bisschen was draußen gemacht. Wetter war gut, Schnee ist weg. Wir konnten die Autos wieder umparken. Also kann man jetzt langsam mit Strongman-Training anfangen. Allerdings ein bisschen verhalten, weil Schulter halt noch gezickt. Lock bis 145, sehr instabil. Lange halt nicht gemacht. Trotzdem war das okay. Hat die Schulter halt ein bisschen gemerkt, aber oben ist oben. Ja, schön, nicht schön, aber gut. Nicht schön, aber oben. Danach habe ich noch ein bisschen quasi Reha Strict Shoulder Press gemacht aus dem Jog raus. Mit 2x5x90 dann zum Schluss, um wirklich halt nur die Schulter ein bisschen zu durchbluten und so weiter. Das wiederum hat einen sehr schönen Effekt gebracht und dass meine Frau mir hinterher noch mit einer Massagekugel die Schulter vorne und hinten ausgerollt hat. Ja,
ihr seht, ich kann mehr oder weniger beschwerdefrei den Arm wieder in eine Richtung bewegen. Also, das hat was gebracht. Könnt ihr euch das mal angucken, dann geht's dann weiter. Freitag, Kreuzheben, Bankdrücken. Wie gesagt, die Singles habe ich nicht gefilmt, 270, 280. Ja, so ist das halt, man wird alt. Aber 3x5 mit 245 waren auch sehr gut. Habe halt ein bisschen langsamer versucht, die Ausführung zu machen. Das habe ich auch gleich in Form meines schönen Nackenmuskelkaters gemerkt. Und ja, das bleibt erstmal bei. Ich lasse auch die Matten darunter so ein bisschen Defizit. Schadet nichts. Und beim Bankdrücken lief es dafür sehr gut. Wieder 230 als Top-Single. Und die 3x5 mit 200 ging diesmal so leicht und kontrolliert. Das war ein richtig schönes Bilderbuch-Bankdrücken. Und ich war mega happy drüber, dass vor allem auch die Schulter wieder so gut mitgemacht hat. So kann es bleiben. Naja, obwohl es ein bisschen besser wird, wäre es auch schön. Aber wenigstens nicht schlechter als jetzt, wäre super. Könnt ihr euch jetzt mal angucken. Sehen uns gleich wieder. So, das war's schon wieder. Ja, manchmal, ich meine, ist ja trotzdem ein bisschen was passiert mit dem Zahn die Woche und hey, meiner Schulter geht's besser und ja, ein paar Sachen haben sich ja dann doch getan. Ansonsten, was will man sagen, es ist immer noch diese komische Phase, wo man nichts machen kann. Was will man da großartig berichten? Na gut, in dem Sinne hoffe ich, das Video hat trotzdem Spaß gemacht und freue mich natürlich drauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Oder vielleicht mal bei Twitch beischaut oder bei Instagram. Ne? Nicht abonnieren vergessen, weder hier noch da noch dort. Ich würde mich sehr darüber freuen. Oder wenn ihr vielleicht Bock habt, mich zu unterstützen, schaut in die Videobeschreibung. Entweder geht ihr über die Reflinks zu Amazon, ohne dafür mehr Kosten für euch zu generieren, nur Jeff Bezos nächster Ex-Frau ein bisschen Geld abzuknapsen und mich damit zu unterstützen. Oder bei God's Rage zum Beispiel könnt ihr das auch tun. Indem ihr den Code Brocken10 benutzt, wenn ihr im Gigasutrition-Shop einkauft. Ich bedanke mich schon mal vielmals dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, werdet stark. Rock'n'Roll.